So. Guten Tag. Wir haben den 15. Februar und ich halte das Video jetzt, weil so vieles jetzt schon in der Natur sich finden lässt. Drei Hauptgründe bewegen mich, das zu tun. Das erste ist mein inniger Wunsch, dass die Informationen eine Brücke mehr bilden zwischen Mensch und Natur, unserer Lebensgrundlage, zum Schutz und Pflege der Natur von möglichst vielen Menschen, damit sie noch viele Generationen erhalten bleibt. Das zweite ist, dass ich dazu helfen möchte, dass die Sicherheit zunimmt unter den Menschen, sich das Lebenswichtige aus der Natur holen zu können. Und das dritte ist, für gesundheitliche Selbsthilfe dienliche Informationen zu geben. Ganz voran stelle ich den dringenden Appell, dass Sie bei Wildpflanzen sich nur an sicher bekannte Pflanzen halten. Als erste Diagnose und auch obenan wichtig, nämlich das Schnuppern, nämlich das Zerreiben von Blättern von der Pflanze so, dass sie matschig werden und dann das wirken lassen über eine halbe Minute oder Minute des Geruchs auf unser Empfinden, auf unseren Instinkt und so einerseits ein sehr wichtiges Diagnosemittel zu haben und auf der anderen Seite ein sehr wichtiges Mittel, um uns auch anzuzeigen, ob das für uns eine jetzt bekömmliche Pflanze ist. Dann weise ich auf Hilfsmittel wie Literatur hin. Also ich empfehle allen voran das Buch von Fleischhauer, Essbare Wildpflanzen. Schön handlich, gut preislich, auch erschwinglich. Und wenn Sie sich unsicher sind, zum Beispiel bei Kerbel oder bei anderen Pflanzen, wo eben Verwechslung mit giftigen Pflanzen möglich ist, dann beobachten Sie die Pflanze an demselben Standort übers Jahr und dann finden Sie Blüte und Samen und können sich letztendlich zu einer eindeutigen Diagnose, welche Pflanze das ist, bringen. Wenn Sie mit dem Essen von Wildpflanzen anfangen, dann erst der Schnuppertest. Bei ekligem Empfinden keinesfalls die Pflanze essen, dann ist sie jetzt nicht oder überhaupt nicht dran. Dann eine kleine Menge zu Anfang pur essen, und zwar als allerersten Beginn, zum Beispiel beim Löwenzahn, einfach ein Stück Blatt abreißen und in den Mund legen und dort 2, 3, 4 Minuten liegen lassen und auch auf das Empfinden, auf den Instinkt achten. Und dann eventuell eine kleine Portion, ein paar Blätter, sehr sorgfältig kauen, pur essen, nicht mischen, nicht in den Smoothie reinmixen, sondern erstmal von ein paar Blättern die pure Wirkung abwarten, während 24 Stunden darauf sich dann gut beobachten. Und auch wenn Sie dann es gut vertragen haben, die Menge vergrößern, nicht gleich riesengroße Mengen essen, also nicht gleich eine Riesenschüssel Wildpflanzensalat, wo möglicherweise stark gewürzt und noch mit einem Haufen Essig dabei verwenden. Das kann den Geschmack und den Instinkt verfälschen und kann zu sehr starken Reaktionen führen mit Erbrechen und Durchfall. Also langsam herantasten. Und auch bezüglich des Geschmacks. Es kann sein, dass Ihnen die Wildpflanzen am Anfang pur wenig schmecken. Ich habe es so gemacht, dass ich 2 Jahre lang ausschließlich Brennnessel, Giersch und Löwenzahn, was mir geschmeckt hat, jeden Tag gegessen habe, ein paar Blätter.
Und dann hatte ich mich so weit daran gewöhnt, dass ich das Spektrum sehr vergrößern konnte und viele andere Erfahrungen machen konnte, weil eine innere Umstellung anscheinend geschehen ist im Körper. Jetzt kommen die Beispiele der Wildpflanzen. Am besten pur gegessen oder zum Salat, zum Pesto. Und es geht los mit der Vogelmiere, die den ganzen Winter über oft zu finden ist. Auch bei starkem Frost, auch unter Schnee, kieselsäurehaltig, gut fürs Bindegewebe. Hier sind auch mit den weißen Blüten. Ich esse sie gern, ja, von der Wiese in den Mund. Und dann die wohl für mich wichtigste Wildpflanze im Frühjahr, weil sie manchmal als einzige im frühen Frühjahr zu finden ist, die Nelkenwurz. Sie ist bei allen bekannt durch die klettenartigen Samen, die sich im Pulli verfangen können, weil die Pflanze bis hüfthoch auch wird im Sommer. Die typischen Blätter mit ihrer unregelmäßigen Fiederung. Jetzt schmeckt sie noch mild und zart und wird dann schnell bitter, wenn die anderen Pflanzen kommen, wenn das Klima wärmer wird. Und dann werden die anderen Pflanzen vorgezogen. In der Blüte ist sie dann sehr bitter. Und das ist eine Blattrosette der jungen Nelkenwurz, die dann sehr schnell in den ersten warmen 3-4 Wochen groß wird. Dann die Taubnessel, auch sehr früh dran, zählt zu meinen lieblingsschmackhaftesten Pflanzen, gerade pur und für Salat und Pesto. Und ja, die Blüten können auch gern zur Verzierung von Speisen und von Broten genommen werden oder auf dem Pudding dekoriert. Das mache ich gern mit Kindern, um so zum Zugang zur Natur, zu den Pflanzen als Nahrung zu verhelfen. Ja, dann das nächste ist das Hirtentäschel. Da sehen Sie die Blattrosette. Ist sehr leicht zu verwechseln auch mit dem Löwenzahn, aber es hat eine ganz eigene Zähnung. Und gut aufpassen sollten wir, dass wir es nicht mit dem Mohn, dem Klatschmohn, verwechseln. Den empfehle ich stehen zu lassen oder für die Vase zu nehmen. Hier nochmal die ausgerupfte Blattrosette mit der tiefen Wurzel. Der Mohn hat mehr fahlgrüne, etwas ja so samtig belegte Blätter. Wer das mal gesehen hat, kann es unterscheiden. Jetzt die Knoblauchsrauke. Da ist schön zu sehen. Vorderseite ganz glatt, Rückseite stark geadert. Und der Blattrand, sehen Sie gleich, ist nicht richtig gezähnt, aber auch nicht richtig mit runden Girlanden, sondern etwas unregelmäßig geschwungen, zum Teil eckig begrenzt. Typisches Erkennungszeichen ist der knoblauchartige Geruch, wenn wir das Blatt zerreiben. Und deswegen ist es für die Knoblauch mögen, die aber es mild mögen und die auch dann entsprechend nicht danach riechen wollen, ganz gut geeignet. Und das ist das Barbarakraut. Schmeckt scharf, ähnlich wie Rucola, die Rauke, und hat sehr glatte, schön fleischige Blätter, die auch eher rundlich, etwas unregelmäßig gefiedert sind. Hier sehen Sie es. Und ist mehrjährig. Ich habe mir einige Pflanzen in den Garten gestellt und das ist sehr schön, wenn die dann größer werden, in ihre Kraft kommen. Dann reichen 10 Pflanzen, um über Wochen die Versorgung zu sichern. Das ist die Kamille, die echte wahrscheinlich. Die kommt früher als die Hundskamille. Und die Blätter sind bei vielen beliebt als Salat oder Pesto oder 50% zum Beigeben, zum Beispiel mit Taubnessel gemischt oder mit Giersch und Löwenzahn. Die Kamillenblüten, das wissen Sie, haben die verschiedensten Heilwirkungen. Und da kommt schon der Ehrenpreis, der jetzt zarte Ranken
am Boden bildet. Schöne Blüten, auch wieder schön zum Dekorieren. Bitterer Geschmack, kräftigend für Magen und Darm, gut fürs Immunsystem. Als Mischbeigabe bis zu 10%. Im Salat für Pesto, für Würzmischungen, Kräuter, Quark, Kräuterbutter. Dann das Schaboxkraut. Es wächst meistens teppichartig, breitet sich mit Knöllchen im Boden aus. Und mir schmeckt es nicht, schmeckt sehr scharf. Bei der Blüte soll man es nicht mehr essen wegen Giftstoffbildung. Erdbeeren, das kennen Sie alle. Die Ableger können Sie essen und die Erdbeerblätter dann später zu den Erdbeeren dazu. Und das Klettenlabkraut bildet schon die ersten Ausläufer. Da sehen Sie auch die beginnenden Widerhäkchen. Jetzt schmecken sie noch einigermaßen zart und mild, werden schnell im Geschmack ziemlich ress und auch rau und kratzig im Mund. Aber jetzt wächst im Augenblick nur wenig Auswahl. Das sind schon schön appetitliche Blätter und viele andere Pflanzen, die schon da sind, haben ja noch ziemlich von Frost und vom Winter gezeichnete Blätter, die schon teilweise Monate konserviert sind. Das ist ein Zweig vom letzten Vorjahr, der Staude der Wegmalve, die bis zu 2 Meter groß werden kann. Ein Samenstand, auch sehr schmackhaft die Samen. Und da kommen die jungen Triebe, die auch an Frauenmantelblätter erinnern. Und sie werden von vielen geschätzt, weil sie sehr mild im Geschmack sind und zart. Wenn es weiter ins Frühjahr geht, werden die Blätter auch schöner, ansehnlicher. Da haben sich etliche Läuse noch angesiedelt. Die Blüten werden sehr geschätzt als Tee für die Magenschleimhaut, Magenschleimhautentzündung. Als nächstes wird dann die Pimpinelle kommen. Das ist ein schön frischer Trieb der Regenmalbe. Wunderbar. Das sind appetitliche Blätter. Auch mehrjährig, lässt sich auch gut in den Garten pflanzen und wenn es einen guten Standort hat, wird es die größte Pflanze, die ich da erlebt habe, hat einen Durchmesser von 3 Metern gehabt und war über 2 Meter hoch. Das ist die Pimpinelle, gut für Gewürzmischungen, Kräuterquark, Nudel oder Reisgewürz. Dann haben wir hier den Giersch, der bei vielen unbeliebt ist, die einen Garten haben. Er hat eine riesengroße Wuchskraft und verbreitet sich über Wurzelausläufe und kann teppichartig große Teile des Gartens besiedeln. Ich empfehle mich mit ihm anzufreunden und auf die Art und Weise, wichtig zu sagen, das ist jetzt der Hahnenfuß. Vorsicht vor Verwechslung mit anderen Pflanzen. Die Hahnenfußgewächse haben viele giftige Vertreter. Der blaue Eisenhut ist die giftigste bekannte einheimische Pflanze. Auch das Buschwindröschen, die Anemone, gehört dazu. Typisch diese unregelmäßige spitze Biederung. Und das ist der Wiesenkerbel. Auch bitte Vorsicht, er kann mit dem Schierling, mit dem Hundskerbel auch verwechselt werden. Einprägen am besten durch immer wieder bestimmen, das ist die Kerbe im Stiel, deswegen Kerbel. Den Geruch sich sehr gut einprägen, die Pflanze während des Jahreslaufs beobachten, Blüte und Samen. Noch ein paar Worte zur Wirkung der Wildpflanzen. In erster Linie
zielt die Wirkung aufs Verdauungssystem, auf die Verdauungssäfteproduktion, die Wirkung auf die Magen-Darm-Bewegungen ab, die auch vermehrte Abhärtung, quasi das robuster machen der Verdauungsorgane, der Schleimhäute, Kräftigung. Und das hängt auch direkt zusammen mit einer Kräftigung des Immunsystems und der Unterstützung der Selbstheilungskräfte, weil das aktive Immunsystem sitzt zu allergrößten Teilen im Darm. Dann noch ein abschließendes Wort, was ich meinen Patienten oft als gute Anwendungsmöglichkeit vor allem zu Beginn empfehle, das ist zu Beginn jeder Mahlzeit 5 Minuten sehr sorgfältig pur Wildpflanzen zu kauen, vor allem den Löwenzahn, weil er vielfältig auf Leber, Galle, Harnorgane und Magen-Darm wirkt. Und am Anfang der Mahlzeit deswegen, damit möglichst viel von den Inhaltsstoffen bevorzugt aufgenommen werden und nicht die Verdauung verzögert wird und dann die Stoffe zersetzt werden, wenn zum Beispiel durch Fett, durch Öl, wie im Salat, dann die Verdauung und Aufnahme in den Körper sehr, sehr stark verzögert werden kann. Das wäre also eine wunderbare medizinische und auch vorbeugende gesundheitliche Anwendung. 3x5 Minuten zu Beginn der Mahlzeit pur. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Könnte ein rauchenartiges Gewächs sein. Also so etwas nicht einfach essen, sondern genau bestimmen. Ich würde unter Kreuzblütlern bei den Rauken bei Wikipedia zum Beispiel nachschauen. Das ist die Bärentatze. Und vom Namen, von der Blattform ähnlich mit Fantasie wie ein Fußabdruck von einem Bär. Sehr, sehr beliebt und auch von mir geschätzt, gerade für Salate. Behaarte Blätter. Der Wiesenbärenklau wird schon bis 2 oder über 2 Meter groß und der giftige, eingewanderte Riesenbärenklau dann bis 4 oder 5 Meter, der in Gärten manchmal wächst, verwildert auch ist. Hat glatte Blätter, mehr spitzzipflig die Zahnung. Und das ist jetzt schon die wilde Möhre. Ähnlich, also sieht genauso aus wie das Möhrenkraut der Möhren aus dem Kaufhaus und kann gut gegessen werden. Ist nur wichtig, auch genau es bestimmen zu lernen. Eben auch Verwechslungsgefahr mit dem Schierling. Und da haben wir das Ackerhellerkraut, die jungen Triebe mit den weißen Blüten. Das sind die Samen, die aussehen wie Geldstücke. Deswegen auch Ackerhellerkraut. Schmeckt kohlartig. Ich mag es sehr. Gerade gemischt mit anderen Pflanzen. Dann haben wir den Herbstlöwenzahn, der ulkigerweise jetzt im Frühjahr schon kräftige Rosetten treibt. Ähnlich, aber etwas unterschiedlich zum bekannten gemeinen Löwenzahn. Ich nehme es zum Anreichern bis zu 10% von Salaten. Schmeckt ziemlich bitter, aber kann auch ganz gut Appetit dadurch machen. Dann die eine der Zaunwicken. Es wird geraten, die Triebe und auch die Blüten zu dünsten. Ich esse kleine Mengen, ein paar Triebe, gerne roh, schmeckt erbsig. Hatten wir bisher noch immer gut bekommen. Der Löwenzahn ist einer meiner wichtigsten Speise- und Heilpflanzen, auch in der naturheilärztlichen Praxis, für Leber, Gallenfluss, Niere, Magen- und Darmanregung und Kräftigung der Verdauung und des Immunsystems. Die Blüten auch gut zu Dekorationszwecken, können auch mit Sandstängeln gegessen werden. 3x5 Minuten, wie ich gesagt habe, zu Beginn der Mahlzeit ist da eine gute Möglichkeit. Auch für die Brennnessel, die Sie jetzt sehen, die ersten zarten, an geschützten Stellen, kleinen Triebe kommen jetzt. In späteren Videos zeige ich dann, wie
sie sich gut entschärfen und roh essen lässt, zum Beispiel einfach mit Wellholzweiten oder einer Plastetüte zerbringen. Das ist jetzt schon der Spitzwegerich, gutes Wundheilmittel, zerrieben, auf die offene Wunde legen, der Tee für Bronchitis, bis hin zu Beginn Lungenentzündung und auch gut fürs Salate, so zu mischen, 10% bis 20% Spitzwegerich. Und jetzt die Schafgarbe, wichtiges Frauenheilkraut als Tee für die verschiedensten Störungen des Menszyklus, auch für Magen und Darm gut und als Mischgewürz, sehr klein geschnitten, weil es sehr zähfasrig wird. Dann der Wermut zusammen mit dem Beifuß mit die wichtigsten Magen-Darm-Heilmittel, ein junges Blatt auf der Rückseite, dieser typische Silberglanz. Beifuß ist auf der Vorderseite dunkler im Grund. Da ist der Wermut auch etwas silbrig und haarig. Aber Wermut, Vorsicht in der Anwendung, Vergiftung ist leicht möglich. Beifuß ist da wesentlich einfacher zu dosieren. Das ist dann die Königskerze gewesen. Blüten als Tee, das ist schon das Schöllkraut. Blüten als Tee bei Husten von der Königskerze und Schöllkraut. Ich nehme es höchstens in alkoholischen Lösungen als Arznei oder den Saft dann auf Warzen aufgetragen. Gelber Saft, der entsprechend die Warzenrückbildung dann fördert. Dann haben wir den Dost, das sind die alten Stände von Blüten und Samen. Über Kilometer weit wächst er in Heidegebieten, da wo ich zum Beispiel aufgewachsen bin, Schwäbische Alb. Die Blätter zerrieben, entfalten dann das schöne Aroma, wenn wir das prüfen mit der Reibeprobe zwischen den Fingern und lässt sich zum Würzen von ja, allem, wo es uns schmeckt, auch Nudelgerichte, auch Pizza und ja, Würzen auch von Salaten und von Kräuterbutter. Ich lege mir da grundsätzlich einen Arm voll getrockneter Stängel mit Blättern und Blüten als Wintervorrat an. Und das ist der Gundermann, auch eine sehr frühe Frühjahrspflanze, die am Boden rankt und die typischen herzförmigen Blätter mit runder, girlandenförmiger Blattabgrenzung hat. Hier sehen Sie es. Die Blattoberfläche glatt. Wenn wir es zerreiben, entfaltet es auch einen sehr würzigen Geruch. Kann auch, wer das gern hat, aufs Butterbrot direkt gelegt werden. Hat dann schon bald schöne violette Blüten, die wieder zu Zier und auch zu Würzzwecken verwendet werden können. Fürs Gärtnern deckt er oft sehr schnell große Quadratmeter des Gartens zu, lässt sich aber leicht wieder entfernen. Und das ist die Nachtkerze, die Blattrosette, wunderschönes Mandala. Ich esse die Blätter nicht, ich lasse sie dann blühen. Die Blüten und die Blütenknospen sind sehr beliebt. Und hier auch eine sehr bekannte Blüte, gerade für Kinder, kann, also ich weiß nicht, womit es verwechselt werden kann, das Gänseblümchen. Das kann gut auf die Brote, auf die Speisen. Und jetzt der Waldmeister, können wir selber so eine ganz leichte Waldmeisterbrause machen. Ein Liter Wasser, ein Stängel, Blattstängel, müssen wir noch 2-3 Wochen warten, dass frischere Blätter treiben. Und dann eine halbe Stunde im Wasser liegen lassen. Dann noch ein paar Worte zur Zubereitung. Als allerwichtigstes ist mir, dass Menschen den Weg finden können zu Wildpflanzen. Und ich selber habe verrückt angefangen aus meiner jetzigen Sicht. Ich habe alles verkocht. Ich habe die Vitamine, Mineralstoffe weggekocht. Aber ich habe Zugang zu den Pflanzen gefunden. Und so unterstütze ich Menschen genauso, wenn sie mich fragen, wie sie mit dem Smoothie umgehen sollen oder wenn sie die Wildpflanzen sonst wie auf unterschiedliche Art und Weise verarbeiten.
Eine einfache Möglichkeit ist, die Wildpflanzen einfach so wie sie sind aufs Brot zu legen oder mit etwas Öl und Salz sich anzumachen wie einen Salat. Und da empfehle ich vor allem kaltgepresstes Bioöl. Ich nehme gern Sonnenblume, aber was Ihnen schmeckt. Und als Salz empfehle ich Meersalz oder Steinsalz ohne den Zusatz von Jod und Fluor, die ich für gesundheitlich schädigend in dieser Form halte. Wir können den Gehalt an Wirkstoffen erhöhen, dadurch, dass wir auf eine Portion Salat, diese bekannten kleinen Salattellerchen, einen Teelöffel Hefeflocken, einen Teelöffel Weizenkeime dazu tun können. Und wir können das delikat dann noch gestalten mit Sonnenblumenkernen, mit Sesam, Hanfsamen, Kürbiskernen, Pinienkernen, geriebenen Hartkäse. Säuerlich können wir etwas Sauerkraut, entweder Sauerkrautsaft, Zitronensaft oder Essig auch nehmen. Und an Gewürzen steht uns die ganze Bandbreite offen. Und da können wir geschmacklich und auch heilkräftig noch die Wirkung des Salats unterstützen und auch abrunden. Da können wir Kurkuma, vor allem für Lebergalle, Boxhorn, Kleesaat gemahlen für den Stoffwechsel, für Muskelaufbau. Und die ganzen grünen, bekannten Gewürze Oregano und Majoran, wild wachsend an vielen Stellen, der Dost, der Beifuß. Beifuß in kleinen Portionen, maximal einen Teelöffel pro Portion. Und auch die Samengewürze wie Fenchel und Kreuzkümmel und Kümmel. Also da lassen Sie Ihrer Fantasie und Ihrem Geschmack freien Lauf. Das sind so die wesentlichen Dinge, die ich meine, dass gesagt gehören. Am Schluss, ich betone nochmal, essen Sie nur sicher Bekanntes. Und lassen Sie sich genügend Zeit, um Ihren Körper daran zu gewöhnen und auch Freude daran zu finden und auf die Art und Weise langfristig daran Freude zu bekommen und damit vertraut zu werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke. Und hören Sie jetzt das schöne Panorama rund ums Pomritzer Bächlein mit den Eichenseen, noch zwei Nachträge. Also der Giersch ist bei mir eine der wichtigsten Speisepflanzen, gerade für Salat. Lassen Sie ihn sich gut schmecken, bestimmen Sie ihn genau und wenn Sie sich sicher sind, greifen Sie herzhaft zu. Der Waldmeister lässt sich prima zum Beduften von Räumen auch verwenden. Zehn frische Blattstiele in ein lockeres Baumwollsäckchen und das im Raum luftig aufgehängt. Das kann bis 4 Wochen im Raum ein wunderschön angenehmes Aroma geben. Der Steinklee ist noch viel intensiver. Steinklee Blüten, eine Handvoll, das geht bis zu 4 Monate an. Mir gefällt das sehr und ja, prüfen Sie es selber. Das ist noch das Plätschern vom Pomritzer Bach zum Abschluss. Dankeschön, guten Erfolg.